Hallo und herzlich willkommen zu Klaus Grill, Feines Grillen Barbecue. Diese Episode hätte fast nicht stattgefunden, weil ein Scheinwerfer ausgefallen ist und das ganze Team hat sich daran versucht. Und wer hat sie richtet, könnt ihr auch in die Kommentare schreiben oder auch nicht. Wir machen heute einen der leckersten Schmorbraten der Welt. So ein Onglet aus dem Dutchofen. Ich verrate schon viel zu viel. Guckt euch das an, viel Spaß dabei. Zutaten dafür sind überschaubar. Wir haben als allererstes ein wunderschönes Onglet. US-Onglet habe ich mir bestellt im Internet bei Kreuzers an der Stelle, aber ihr könnt euch das bestellen, wo immer ihr wollt. Wenn ihr das da bestellt, habe ich unten drunter so ein paar Gutscheincodes für euch, so Prime-Codes, wo ihr ja, tatsächlich noch 20% sparen könnt. Könnt ihr aber nutzen oder nicht, so wie ihr wollt. Dann habe ich hier drei Zwiebeln in kleine Ringe geschnitten. Drei Paprikas, Spitzpaprikas klein geschnitten, habe 100 Milliliter Wasser, drei Esslöffel Dutch Oven sauber, einen großen Schluck Rotwein, wobei Rotwein, ihr kennt das Drama, du musst riechen, ob er gut ist, das hilft dir aber nie. Aber der schmeckt, ist okay. Und dann einmal einen kleinen Schluck Barbecue-Soße für die Bindung. Und als Geheimzutat habe ich noch die Abschnitte von in so einem Onglet, die habe ich jetzt mit dabei, weil da ist schön Kraft drin, jedem auch mit dazu. Dann habe ich hier noch einen Dutch Oven, habe ich jetzt eine kleine Kastenform an der Stelle von Grillfürst und wie immer beim Grillen Schaffel, Messer und ein Brett. Und bevor ich wieder die Kommentarspalte eskaliert wegen Trinken aus der Flasche hier, ich habe ein Glas, der ist für euch. Prost! So, dann schichten wir mal die erste Sache ein. Als allererstes unten immer Zwiebeln drin, die geben nachher nochmal schön Saft ab. Deshalb finde ich das immer gut, wenn die unten sind. Darauf verteilen wir hier einmal Paprika, die geben auch schön Saft ab, deshalb finde ich das gut. Dass die mal unten sind. Dann kommt die Fleischabschnitte rechts und links, die eben nicht so viel Saft ab, deshalb können die oben bleiben. Geht das auch in der runden Kastenform? Das geht auch in der runden Kastenform, ja. Du kannst auch einen Ecke Dutch-Ofen nehmen. Das geht. Im runden Dutch-Ofen. Das geht auch im runden Dutch-Ofen. Du kannst den auch auf den Kugelgrill stellen, das geht alles. Darauf verteilen wir jetzt so ein 2, 3, 4 Esslöffel Barbecue-Soße. Das ist nachher schön, dass wir eine schöne Bindung drin haben. Dann kommen wirklich so wirklich zwei ordentliche Esslöffel Dutch Ofenzauber oben drauf. Gießen mit unserem Wasser an. Dann Rotwein. Könnt ihr aus dem Glas oder aus der Flasche nehmen. Ich nehme jetzt hier die Flasche wirklich. Kann Jute und Jana wirklich ein halber Liter drauf. Und oben drauf setzen wir unser Onglet. Da gucke ich, dass gleich diese fette Sehne, dass die gleich unten ist, dass sie als allererstes mit Wasser und Dampf in Berührung kommt. Und das Stück Fleisch, was da oben ist, bleibt erstmal da oben. Wenn man jetzt drauf drückt, dann muss das schon so ein bisschen schmatzen. Deckel oben drauf und dann ist Grill fertig. So, Kastenform stelle ich jetzt mittig. Also man könnte jetzt auf den Imperial so locker 2 oder 3 Kastenformen draufstellen. Rechts ein Brenner volle Pulle an, links ein Brenner volle Pulle an. Dann haben wir so 200 bis 220 Grad in dem Gerät. Das sollte für heute absolut ausreichend. Und jetzt natürlich die große Frage, warum nimmt man jetzt so Nierenzapfen, Onglet oder Hanging Tender? Ist auch nur ein relativ teures Stück Fleisch und eigentlich ist es Steak zum Kurzbraten. Aber die Geheimnis liegt eigentlich daran, dass es schon so relativ zart ist, da ist schön Fett dran und vor allem sind schön Sehnenstücke dran. Und wenn Sehnen, wenn die schön langsam in diesen Dutch-Öfen kaputt schmoren, dann wird aus dem Kollagen, was ja der Hauptbestandteil von diesen Sehnen ist, wird daraus Gelatine. Und Gelatine ist das, was immer so am Finger klebt oder im Mund macht und wirklich den ganzen Geschmack möglichst lange am Gaumen und möglichst lange an der Zunge hält. Und dadurch ist jetzt nicht mehr Geschmack drin, aber dadurch, dass es länger am Gaumen klebt, hast du halt den Eindruck, dass mehr Geschmack im Mund drin ist. Und deshalb sind so ein Stücken genau das Richtige für den Dutch-Ofen. Obwohl so als Kurzbratstück funktionieren. Ist ein bisschen paradox, aber glaubt mir einfach. Wie heiß ist der Grill jetzt? 200 bis 220 Grad. Das dauert wie lange etwa? 3 Stunden. 3 Stunden. Ich würde es tatsächlich 3 Stunden drin lassen. So alle halbe Stunde, Stunde mal nachschauen, wie der Wasserstand ist. Also die Flüssigkeit da drin, wenn es anfängt trocken zu laufen, Wasser nachkippen. Und wirklich mit der Zeit wirklich schmoren und blubbern lassen, dass es nachher richtig schön mürbe wird und die ganzen Sehnen sich schön auflösen. Nach 2 Stunden gucken wir mal nach. Guck mal, ziehen wir ein Stück vor hier und gucken mal, wie das da drin aussieht. Eieieiei, so habe ich mir das vorgestellt. Die Sehne, die wird schon, na, wird schon besser, aber ist noch ein bisschen gummimäßig. Ich guck mal, wie die untere aussieht. Die ist schon fast verschwunden, wa? Na, ist noch da, kann aber noch ein bisschen. Also kann wirklich noch ein Stündchen hier schön vor sich hin blubbern. Was wir schon mal machen können, ist schon mal die Soße kosten, gucken, ob das in die richtige Richtung geht.
aber ich bin vorsichtig optimistisch. Guck dir mal die Farbe an, mega, oder? Und jetzt kosten wir mal. Sehr gut. Eine Spur Zucker kannst du nachher noch vertragen. Aber geil. Ich kipp noch einen kleinen Schluck Wasser an, weil das muss ja noch eine Stunde stehen. Und dann schließen wir nochmal den Deckel. Drei Stunden später hätte ich euch das ja nicht gezeigt. Dann kam aber leider ein kleiner familiärer Notfall dazwischen. Nichts Großes Dramatisches, hoffe ich. Ja, und von daher haben wir nach drei Stunden ausgeschaltet, sind losgefahren, haben alt erledigt, sind jetzt wieder da. Ich hatte noch 10 Minuten den Grill ein bisschen angemacht, um ein bisschen Temperatur hinzukriegen. Und so sieht die Sache jetzt aus. Also für euch würde ich sagen, nach drei Stunden wäre jetzt kein großer Unterschied zu dem, was wir hier sehen. Saftig, blubbernd, brutzelnd. Und da mache ich jetzt, ziehen wir jetzt noch schnell eine schöne Soße von und gucken uns das Fleisch an. Das riecht hier mega. Und weil ich als erstes mache, hier vorne und drüben die kleinen die Abschnitte, die nämlich auch butterweich, die können wir zur Seite tun. Die können wir nämlich essen. Das ist super zartes Fleisch, kannst du super nochmal nehmen. Entweder eben zum Dazuessen oder auf ein Sandwich tun. Ja, so macht man aus Abschnitten pures Gold. Also deshalb auch nicht umrühren zwischendurch, sonst findest du die Stücken alle nie wieder. Da sind die quer dadurch verteilt und das wäre halt doof. Und dann nehmen wir hier unser jetzt wunderbar möbelwarme Bratenstück hier raus. Herrlich. Und jetzt haben wir hier die Soße. Und die siehst du, die ist noch ein Stückchen stückig. Ein Stückchen stückig, auch schön gesagt, wa? Und deshalb werden wir die jetzt sämig bekommen. Und zwar nehme ich das jetzt hier und kipp das in den Thermomix an der Stelle. Könnt ihr aber auch jeden anderen Mixpot nehmen, den ihr da habt. Oder Mixer oder was auch immer in der Nähe habt. Weil kochen müssen wir halt ja nicht. Die ist ja schon warm, die Soße. Und dann packe ich eine Scheibe Toastbrot mit drin, weil normalerweise wäre eine Mehlschwitze eine schöne Sache dafür, aber hier ist das Mehl ja schon angeschwitzt. Das ist schon angebacken und denaturiert und deshalb völlig herzlos rufst du hier so eine Toastbrotscheibe klein, packst sie da drin. Falls das nicht reicht, nimmt man noch eine zweite, aber eine sollte jetzt eigentlich reichen. Dann Deckel rauf und 2,5 Minuten bei Stufe 6, sag ich mal. So schnell wird das Ding mega sahnig, sämig, geil, ohne irgendwas drin zu tun, also nur ein bisschen mit Toastbrot. Aber ihr seht ja nicht wegen welcher banalen Küchenhexe, sondern wegen Fleisch. Und deshalb schneiden wir jetzt in den schnellen Südwagen mal hier, wie zerfallig das ist. Schneiden wir ganz vorsichtig so ein wunderschönes Stück auf. Sieht das nicht gut aus? Von außen noch unscheinbar, aber innen drin kriegt ihr mal an. So ja im Schmorzustand, so ein bisschen rosa. Siehst du das? Die sehen hier drin. Siehst du, die ist total weich, die ist total galertig. So muss das sein. Und da tue ich mir jetzt mal 2 Stück auf. Beilage empfehle ich, ja, Kartoffelpüree finde ich mal gut. Und ich mache noch einen kleinen Kleck Soße dazu. Finde ich immer so Fleisch mit der eigenen Soße ist das Beste, was es gibt. Und zack, ist es fertig. Wir müssen nur noch kosten. So sieht es aus und guck mal hier, können wir das direkt runternehmen. Brauchen wir also kein Messer für. So sieht es aus, herrlich. Und ich sag mal auf euch, rennen die hohle Birne. Und normalerweise hat man ja recht und sagt, Steaks, machen wir ein bisschen. Und sagt, Steaks sind keine Schmorstücke, weil denen Kollagen fehlt. Beim Hanging Tender ist die Nummer völlig anders. Das funktioniert nämlich als Schmorstück. Hervorragend ausgezeichnet, Frau, du kriegst unangenehm Hunger, wa? Ja. Alles. Und da wird sie knurrig. Ich drück das mal hier einfach mal hier vorne, dass du nur mal an den Rand ziehst. Was damit passiert, wenn du aufdrückst. Das passiert in meinem Mund hier. Läuft also komplett breit in Einzelteile. Ja. Huch. Also, bevor meine Frau gleich einen Streik tritt, und das wird sie sicherlich tun, wenn wir so weitermachen, würde ich mich von euch verabschieden. Ganz kurz mir wünschen, das darf ich ja öfter mal, dass ihr einen Daumen nach oben da lasst, den ihr dann wohlwollenden Kommentar oder ein Abo. Von daher bis zum nächsten Mal, dann wieder wahrscheinlich, wenn die Sonne ein bisschen heller scheint, bis zum nächsten Mal, Klaus Grill, feines Grillen, Barbecue, macht's gut. Komm, jetzt mach aus. Die Köpfe mal.